Guten Morgen, Leute. Na, auch gut geschlafen. Der Tag 2 der Airbags-Tour. Heute geht's wieder los. Alter Leute, was ist da passiert? Was ist da passiert? Guten Morgen. Morgen. Alter, was ist bei dir passiert? Ja, im Prinzip war die Hängematte viel zu weit am Boden. Dann habe ich einen Ast im Rücken gehabt. Oh nein. Dann bin ich aus der Matte gefallen. Oh Scheiße. Dann ist meine Matte gerissen und dann haben wir gedacht, weil es so unangenehm ist, lege ich mich einfach so wie Zeit am Boden und es ist viel chilliger. Ja, kalt. Und hast du ein bisschen geschlafen oder hast du das Gefühl? Nein, ich glaube nicht. Oh, aber trocken bist du noch, oder? Ja, sicher. Gut gemacht. Ein bisschen Regen und dann da haben wir. Ja, immer da. Immer ein bisschen feucht. Aber überlebt. Mal einen kleinen Spaziergang zum Fluss. Ein Traum, Leute. Ein absoluter Traum hier. Was mit dem Seil hat es nicht passt, oder was? Nein, es war. Schau her. Erstens einmal. So, das ist mal kaputt. Erstens einmal hat das Seil sowieso nicht funktioniert. Okay. Weil ja das von der Spannung her sich gar nicht ausgegangen ist. Ah, Scheiße. Zu kurz, oder was? Schau her mal, wo ist er denn? Zweitens einmal habe ich den da, oder? Den Ast da unten, siehst du den fetten? Okay. Genau den habe ich im Prinzip im Rücken gehabt und genau da drunter. Ah, und wie war die neue Isomatten? Die war super, nur was mir passiert ist, ich bin in der Nacht am Boden gerutscht von der grünen Matte. Ah, ja, ja. Und deswegen waren wir schon. Dann wird es schon kalt, gell? Extrem, extrem. Aber überlebt. Aber das mit dem Rutschen, gell? Das immer erstens verrutscht, gell? Rutschen und zweitens einmal, du liegst die ganze Nacht wie eine Banane. Das ist voll ungesund. Ja, du musst ein bisschen schräg liegen. Ich hab das auch. Das ist ultra ungesund, wenn du hängen hast. Das ist halt bestimmt. Ich hab schon ein bisschen abgebaut, aber wir gehen von der anderen Seite rein. Ich habe ja auch so ein ähnliches Setup. Ich habe da unten die Isomatte drinnen. Ja. Und da darfst du auch nicht runterrutschen. Das merkst du in der Nacht gleich, dass dann auf dem Hintern zieht. Hab da meine Jacke als Kopfpolster und den Defense 4 drinnen. Hab in dem super gepennt. Natürlich ist es keine Isolierung, wenn du auf der Matte nicht mehr drauf liegst, dann ist nichts wert. Dann ist es kalt von unten. Ansonsten. Die Hängematte ist recht cool, weil die hat da gleich den Haken zur Befestigung drauf. Die ist von Ticket to the Moon. Da zeige ich euch jetzt beim Abbau dann, wie man das so ein Hörnchen schnell zusammenpacken kann. Dann schauen wir mal da, überhaupt, wie wir da schnell wieder abbaut sind. Und dann gibt es Frühstück am Lagerfeuer. Das ist der Packsack vom Defense 4. Und da stopft man dann einfach nur so in den Packsack rein. Immer nachstopfen. Und das war's auch schon. Nein, nein, das war arg. Dass da die Matte gerissen ist, ist schlimm. Mir ist auch so gegangen, dass ich einmal runtergerutscht bin und das reicht, dass der zum Arsch zieht. Es ist, als würdest du am Boden liegen. Du wirst dann wach davon. Ne?
Ich bin ja dann direkt am Boden gelegen, aber halt so. Ja, von der Kälte wirst du munter. Da stopfen wir auch nur ins Hörnchen. Normalerweise habe ich das Zelt liegen. Weißt du was da? Das ist genauso groß wie die Maschine. Okay. Da hinten muss so viel Platz für der Powerbank, Rucksack und so weiter. Und das ist eigentlich immer am chillig. Weil du kannst dich drehen, wie du willst, und wenn es kälter wird, speichert es trotzdem die Wärme eben so ein bisschen billig. Und Regen merkst du dann nicht, dass ich feuchte. Weil da heraus haben wir das Problem, Feuchte und Schnecken. Es ist schon viel Elektronik heraus kaputt worden durch die Feuchte. Fertig. Abbau. 5 Minuten. Weil ich langsam war. Also, Setup funktioniert. Mir war nicht kalt. Das einzige Mal war, dass ich von der Isomatte runtergerutscht bin. Dann spürst du den Zug, weil unter der Luftmatratze viel Zug ist, unter der Hängematratze viel Zug ist. Ja, das könnte man vielleicht noch optimieren mit einer Decke. Aber dieses Hin- und Herrutschen in der Hängematte ist normal. Mit so einer Einlagematte, komm, zeig einmal deine, Patrick. Mit so einer, die passt sich natürlich ein bisschen besser an als für meine, die ist doch recht sperrig. Kriegt ihr auch bei Austrian Tactical, schaut mal bei dem vorbei, wenn euch sowas interessiert. Ist kein schlechtes Teil, das könnt ihr mir auch überlegen. Feuerstein hast du? Kinnspann brauchst du dann? Brauchst du jetzt. Noch ein bisschen Kinnspann dazu gegeben und das Ganze da zum Beschleunigen. Was? Nice. Alles praktisch, gell, mit dem Teil. Ja. Na gut, Camp ist abgebaut, Leute. Müll brav eingesammelt. Und jetzt geht's ab zu den Flaktürmen. Nichts vergessen? Nee, ich glaube, ich bin dabei. Sehr gut. Okay. Und da ist schon der erste Turm. Lagerfeuer. Nächster Obernighter hier, ha? Huh? Nächster Obernighter hier? Nächstes Mal. Ja. Die Türme stehen schon seit Zeiten vom Napoleon. Soweit ich weiß, die wurden gebaut, um die Stadt den Angriffen, die kommen mögen, zu verteidigen. Es dürften 16 Türme sein, aber der Angriff auf die Stadt hat dann nie stattgefunden. Deswegen sind die Türme auch noch gut erhalten und rotten vor sich hin. Da können wir die ganze Runde machen. Und wer ist da? Der Patrick. Ist wirklich ein super Turm. Genial. Es soll noch einen weiteren geben, der ist aber ein bisschen eingestürzt hier in der Nähe. Den wollen wir natürlich auch noch anschauen. Und dazwischen gibt es noch einen kleinen Gearcheck. Und zwar habe ich mir gedacht, vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch, was man auf so einer Tour mitnehmen kann. Und da vergleichen wir mal den Patrick sein Gear mit meinem. Und jeder zeigt ein paar Sachen her, was er so dabei hat.
sind wir schon mittendrin, statt nur dabei. Geil, oder? Und ich meine, wenn man bedenkt, das wurde mal gebaut, um militärische Funktionen zu erfüllen. Und jetzt schaut euch mal an, da den Baum, der da herinnen wächst, oder den Megabaum. Und dann kann man sich circa ausmachen, wie lange das da schon vor sich hinrotet. Ne? Okay Leute, der Gearcheck. Patrick, was hast du dabei? Was hast du für einen Rucksack eigentlich? Das Minion Tiger Essential Pack. Mit einem kleinen Molle-Pouch vorne drauf. Relativ easy gehalten, leicht, klar, absolut genug für Urbex. Ja, ausreichend. Dann habe ich drei Gegenstände, die ich immer dabei habe. Die ist zum Beispiel der Grail Wasserfilter. Okay. Optimal zum Wasserfiltern, egal wo. Relativ einfach. Ja, den haben wir jetzt so viele dabei. So viel, ja, der ist wirklich cool. Vor allem ist es so simpel zu machen. Geopresse. Dass der Wahnsinn ist. Okay. Dann habe ich dabei. Ah ja. Taschenlampen. Ah. Wo ist der C2 Pro Max? Die ist super. Von Armitec. Die ist richtig geil. Die werde ich mal auch checken. Die ist genial. Wir haben jetzt schon austestet, die letzten zwei Tage richtig gestört eigentlich. Die ist super. Vom Licht her bestes Licht bis jetzt. Ja. Gibt es auch bei Austrian Tactical. Und was ich auch immer dabei habe, ist mein Leatherman. Und zwar der Signal. Der ist einfach für Urbex teilweise unerlässlich. Manchmal auch für Bushcraft, Outdoor-Touren, ich bin immer dabei, ist mein EDC. Jeden Tag dabei, Feuerstahl dabei, Signalpfeifen drauf. Auch nicht schlecht, Feuerstahl ist auch dabei. Was ich brauch. Super, ne? Feuerstahl ist genial. Ist dabei. Genial. Na, ich habe da von 511 den Tactical in schwarz mit Sling, Tactical Slingback. Und was ich dabei habe, oft eben außer erste Hilfe geht, ein Licht. Jetzt auch eine Pfeife und was auch wichtig ist für mich sind die Handschuhe und noch mehr Licht. Licht, Licht, Licht. Die Winkeltaschenlampe ist auch oft dabei, die kann man sich schön daherhängen, dass man die Hände frei hat beim Filmen. Die ist cool. Ja. Voll massiv. Ja, ja, oh ja, da kann nichts passieren. Die halt lang, und dabei meine EDC Team Leatherman. Ja, ich habe das Charge-Modell, aber das benutze ich auch im Alltag sehr oft, für alle möglichen Sachen. Ist da immer dabei oder so? Ja, eigentlich zu Hause, oft im Einsatz. Ja. Laden reparieren. Na, Haushalt, ja. Ja, ich genau, richtig. Also nicht nur Buschkraft, sondern ja, genau. Normale Sachen. Ja, genau. Ja, das wäre soweit. Von unserem Überblick mal, dass man so sieht, was so dabei ist auf der Tour. Und ansonsten suchen wir den zweiten, würde ich sagen. Gell? Den anderen zweiten, gell? Slippy and sliding. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Das ist ein Burggraben, gell? Ja. Stimmt. Ein richtiger Burggraben. Okay, Leute, lang haben wir nicht suchen müssen. Und der Nachbar ist der schon entdeckt, der Nachbarsturm. Ja, ist aber geil, finde ich. Ja? Ja, eben so ein bisschen sketchy zum Reinkommen nicht. Ah, okay, da ist schon mal ein Einstieg. Aber das wird super. Mal schauen, wie weit da runter geht. Okay. Ah, da ist schon Sportlichkeit angesagt. Hm? Ja, das geht schon. Einfach fallen lassen. Einfach fallen lassen. Viele von meinen Videos zeigen, lass fallen los. Lassen. Ja, lass los, lass dich fallen und du bist drin. Vertrauen. Nein, wir kommen schon rein, kein Stress. Ah, so, da ist so deine Stufe. Wer schmeißt wem runter? Ja, hurra. Genau. Nein, ja, du bist der Gastgeber, du darfst zuerst. Ja, ich fange. Dann gehe ich mir einfach einen Weg rein. Okay? Sehr gut. Dann gehe ich mir. Gut, dann gehen wir. Work smart, not hard. Huh? Ne? Aber Luft, du machst es so eng und dreckig. Aber ja, eng und dreckig. Jawohl, super. Oh, na dann rein. Kommen Sie rein. Oh,
Pass auf, kein Ziegel am Schädelfleck, das schaut dann nicht mehr so, so super aus. Okay. Ja. Das schaut schon wirklich fertig aus. Der ist schon eigentlich gleich aufgebaut, gell? Ah ja, da fängt die Rundung an. Genau. Aber wesentlich kaputter alles. Jawohl. Wie man sieht, er genießt das Abenteuer. Na, Wellness, du es anders, gell? Ja, aber jetzt bist du drin. Stinkt es ein bisschen noch. Das ist der Innenbereich. Kann das sein, dass hier der Innenbereich besser erhalten blieb ist? Schon, ja. Also wenn du hier reinkommst zum Beispiel und schaust dir mal die Decke. Nur als Beispiel. Ja. Du siehst, dass da weit weniger Steine rausgefallen sind und so, weil das viel besser verbaut war als die Außenumgebung. Das ist dir da halt alles und da fällt nirgendwo ein Stein oder irgendwas. Weil diese innere Halle war beim anderen nicht, gell? Genau. Und nein, die hat der andere nicht mehr. Ne? Okay, ja, das heißt eigentlich, beim anderen fehlt der innere Teil. Beim anderen sind wir auf dem Teil, wo wir jetzt drinnen sind, draufgestanden. Schon, gell? Wo wir den Gearcheck gemacht haben, das war das innere. Da fehlt der Turm einfach, gell? Auf der Höhe kann man sagen, ja. Jawohl. So diese Höhe war das. Ja? Genau so. Okay, arg. Na schau, so hätten sie ausgeschaut. Da kann man sich dann ein Bild zusammenreiben. Die Zeit nagt dann nicht mehr so. Man merkt, dass die Menschen drehen, dass die immer mehr verfallen. Sieht ihr das wieder lagerfest? Ja. Ja, das ist immer ein bisschen slippery. Das ist ein Paradies. Ja, gerade zu Halloween geht's. Zu Halloween, gell? Ja, wollen sich alle ein bisschen gruseln. Ja, ja. Also genial. So sieht's, wie die Türme waren. Innen und außen. Ist immer ein bisschen auch wie ein Puzzlespiel, dass man dann sich zusammenreimen kann, was da mal war. Und wie es mal ausgeschaut hat, als es noch in Ordnung war. Okay Leute, das war der zweite Teil unserer Urbex-Tour. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Video wie wir zwei. Das war cool. Das war schon geil. Und ja, danke, dass du mich heute mitgenommen hast. Gerne. Wieder irgendwann mal, wenn es möglich ist. Die nächsten Tour, ja. Machen wir dann hier. Die Oberneiter, ja, passiert immer irgendwas. Gell? Und wenn euch der Kanal gefällt, dann liken und abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, stay wild, Leute.